Hallo Leute und herzlich willkommen bei Hillbilly TV. Ich bin der Benny. Der kleine Steve steht da. Da ist er. Steht da hinten schon bei diesem gigantischen Bauwerk, was ihr hier eventuell im Hintergrund erkennen könnt. Vielleicht auch nicht. Es ist extrem hell. Ach ja. California dreaming. Hier so eine alte Zinnwäsche gefunden und also das war quasi ein Schachthaus, hier dieses lange Teil, da war der Schacht drin, der Aufzug, und da haben die Zinn, was sind das, Zinnerz oder was sind das? Ja. Erz, ne? Ja, zu Zinnerz, ja. Gefördert. Zinn. Und ja, Steve hat mich jetzt quasi überredet. Ach Benny, du hast doch den DJI Osmo dabei. Hol ihn doch mal raus, den kleinen Kerl. Und um euch das mal zu zeigen hier, eigentlich wollte ich ja kein Video machen, aber naja, vielleicht wird es dann noch ein kleines. Ist auf jeden Fall ein sehr imposantes Bauwerk hier. Relativ groß. Und hier unten, wo ihr jetzt bloß hier diese Platte seht, da geht es quasi runter. Nicht weit, also wir haben schon mal hier durch den Spalt hier geguckt mit der Taschenlampe und ein Steinchen reingeworfen. Also es scheint nicht weit zu gehen, dann steht Wasser. Aber hier sind dann im Endeffekt die Aufzüge gefahren und haben das abgekippt. Abgekippt. Hier in die Silos rein. Wie das da von oben aussieht, also man kann noch eine Etage nach oben gehen. Das seht ihr jetzt gleich, wir waren quasi schon oben. Deswegen wird es jetzt anders geschnitten, als es in Wirklichkeit ist. Also wieder nur Verblendung hier. Ja. Nur Verblendung. Fake News. Fake. Fake News. So. Jetzt sind wir hier oben. Wow. Auf den Förderturm quasi. Und hier hat man... Das ist jetzt quasi der eigentliche Förderturm hier. Die Stützen, da hier unten ist ja die Betonplatte. Und hier sind dann quasi die Aufzüge gefahren. Und hier hatten wir auch noch so altes Holzzeug und Metall. Und ich denke mal, dass die dann hier hochgefahren sind. Und dann hier drüben quasi im Endeffekt von oben hier in den Schacht reingekippt haben. Die Loren oder was immer so hatten. Und dann hier runter. Hat sich das aufgeteilt? Hat sich das Silos, ja, auf zwei Silos aufgeteilt. Und dann hier drüben, ich balanciere jetzt mal hier drüber. Geht dann quasi wie so eine Strecke nach hinten. Das kann natürlich sein, dass da irgendwie Loren gefahren sind und das gleich abtransportiert haben oder so. Aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant, finde ich mal. Zu sehen. Vor allem halt so einfach so als Zufallsfund. Ist halt bloß schade, dass man nicht noch eine Etage höher kommt. Es gibt leider keine Treppen oder irgendwas. Man kommt halt aber auch nicht hoch. Wir könnten uns höchstens hier an dieses Holzkonstrukt ranschwingen und nach oben ziehen. Falls ihr euch wundert, warum heute der Ton ein bisschen anders ist und das Video vielleicht ein bisschen anders aussieht, ich teste hier gerade einen DJI Osmo Pocket. Den habe ich immer mal jetzt mittlerweile dabei. Und was anderes hatte ich heute gar nicht mit. Deswegen muss ich das mal austesten, ob das funktioniert. Die Mauer dort unten, die sieht auch ziemlich cool aus. Bin mir noch unschlüssig, ob dort vielleicht Rohre drin gelaufen sind oder ob das nur für die Hangbefestigung war. Das ist sehr seltsam, Steve. Meinst du nicht? Ja, natürlich. Du hast bestimmt was langgefahren. In Lore? Ja, und Hund. Wow, wow. Wow, wow. Hier kommt die Sonne. Ein Schrägdach, wa? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Guck mal, hast du so einen schönen rosanen Granit hier unten links neben dir liegen.
bin noch nicht fertig, Fräulein. So, jetzt. Dort. Ja, ein schöner Granit. Ja. Aber der Steve, der ist schon wieder voll am Rumrammeln hier. Ach, ist da wie so ein kleines Eichhörnchen. Ich mache jetzt erstmal die Kamera aus. Und dann gehen wir nochmal so runter. Da unten ist nämlich noch so ein anderes Bauwerk hier. Das könnte natürlich die Zinnwäsche gewesen sein. Ja, vielleicht. Oder ein anderer Schacht. So, wir werden jetzt mal hier diesem Schneefeld hier folgen. Zu dem anderen Schacht oder Waschanlage oder so. Steve, der labert immer ins Gespräch, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte. Mann, hier, bitte, habt das. Meine Füße sind kalt. Meine Kamera ist aus. Schaut mal hier, Leute. Da hat man noch so alte Zaunsfehler, oder wie man dazu sagt. Da war Stacheldraht drin und Zaun halt. Aber was halt krass ist, da drüben ist die Anlage, dort vorne. Und theoretisch müssten ja, dass keiner reinkommt, diese Biegungen von die Teile müssten ja rein theoretisch in die Richtung gehen. Gehen aber in die Richtung. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass hier auch Zwangsarbeiter eingesetzt waren, die hier für die Nazis schuften mussten in dieser Zinnzeche. Weil das sieht aus wie im KZ hier, die Teile. Da waren auch immer solche Dinger außenrum. So, wir haben uns geirrt. Wir müssen jetzt quasi doch hier mal bei dieser Mauer langlaufen, wo die sicherlich hier so mit die Loren rein. Oh, hier ist kalt in der Ecke. Kommt keine Sonne hin. Schnee von unten. Ich denke halt, dass die hier mit die Loren oder irgendwie was drunter gefahren sind und dann hier an der Mauer vorzu. Wir wollten ja jetzt erst darüber laufen, aber haben dann gesehen, dass das irgendwo dort vorne sein muss, das andere Werk. Also werden wir jetzt einfach mal der Mauer hier folgen und mal schauen, wo wir da rauskommen. Wo ist eigentlich der kleine Steve schon wieder hin? Bei der Mauer. Echt schwer durch den Schnee zu laufen. Vor allem kurzärmlich, sind ja fast 20 Grad. Und wir stapfen hier durch den Schnee. Ihr werdet wahrscheinlich nichts hören, weil Wind ist. Ja, ich denke schon, dass da oben Kabel lang gingen, ne? Aber du hast ja auch noch die Schienen. Da ist noch was drauf, ein Rohr oder so vielleicht. Bestimmt. Bestimmt. Dann fällst du wieder runter. Ja, ja. Ich weiß schon. Ja. Hier ist das quasi, das andere. Muss ich euch noch von unten zeigen, dass da nämlich irgendwie noch ein Schornstein mit dran. Dort vorne ist ein Schornstein, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Und wir vermuten jetzt einfach mal, dass die hier das Zeug hier reingefahren haben und hier die Waschstraße war oder so. Hä? Was haben wir hier noch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier ist ja irgendwie ein Schacht. Geht's runter? Ja. Alles Betonteile. Nee, was war denn das? Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es eine Verarbeitung von dem, was sie vorne beim Schacht gefördert haben. Ja. Weil hier sieht man nämlich auch, hier geht es dann auch gleich runter. Das ist eine Kante. Unten ist auch noch ein Komplex. Ich weiß. Hier ist so eine Freifläche. Aber hier kann man eben nichts mehr richtig erkennen, obwohl das halt alles so aussieht, wie so Rutschen hier runter irgendwie. Ja, kann schon sein, dass du recht hast. Hier jetzt auch noch was gefunden, aber ich glaube, da oben ist so Elektrozeug dran. Da
Das war bestimmt das Travohäuschen. Hier. Irgendwelche Löcher in der Wand. Stand bestimmt irgendein Generator oder sowas drin, damit die Strom hatten für die Aufzüge. Das sind schon zwei Etagen, ne? Ja, ja. Aber das ist ganz schön weggesackt halt hier. Das hat bestimmt alles ausgespült. Abgetragen. Meinst du? Ja. Oder hier stand mal noch was, das weiß man ja auch nicht hier auf der Fläche, ne? Kann schon sein, aber vielleicht brauche ich auch noch einen Schacht. Den haben sie verschlossen. Ja, aber ich denke schon, dass das so ist, wie du gesagt hast, dass das hier so ein Brechanlage war. Und zum Brennen, wie stellt man eigentlich Zinn her? Wie man Zinn herstellt? Zinn? Ja. Ja, das darf ich aus dir waschen, aus dem Bruch. Was? Ach so. Ich weiß aber nicht genau wie. Ja, also wenn ihr wisst, ne, wie man Zinn aus dem Gestein wäscht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was war das für ein Häuschen hier, Steve? Das war jetzt bestimmt die Endverarbeitung. Ja. Das war bestimmt eine Waschanlage. Ja, bestimmt, ne? So die einzelnen Kammern hier. Obwohl hier stand doch garantiert irgendeine Maschine drauf. Weil hier ist ja auch der Schornstein. Eigentlich irgendwo. Der hier ist es, da an der Ecke. Das sieht auch schon so wie Waschkammern oder so. Es kann ja einfach irgendwas gewesen sein, wo dann irgendwas drauf stand. Mann. Bei dir muss immer alles gleich irgendwas gewesen sein, ne? Wo kommen wir da rauf? Wow! Auf ich drauf, ja. Ja, dann müssen wir da halt mal hinlaufen, wa? Ich glaube, hier kommst du nicht drauf, Steve. Da kommen wir eben nicht rauf. Kennst du Schätzchen hier? Räuberleiter. Ich schwing dich da hoch und du ziehst mich dann hoch. Ich kann euch ja mal. Ich komme ja ran. Zeige ich euch das mal, wie das hier oben aussieht. Könnt ihr mal kicken. Ja, man sieht nichts. So, das muss es jetzt aber auch gewesen sein. Ich will es auch kicken wenigstens, aber ich kann mich nichts festhalten. Oh, meine zarten Hände. Ich gehe da jetzt nicht hoch, da oben ist eh nichts. Du Opfer. Ich geh jetzt hier raus. Zeig den Leuten nochmal den Bruch hier. Ja, was immer das auch ist, du! Da hinten ist auch noch was. Stehen mal noch irgendwelche Säulen. Schaut mal, wie tief hier der Schnee ist. Ist doch nicht normal. Oh. Voll eingebrochen, schaut euch das mal an. Jetzt habe ich eine nasse Hose. Schaut euch das mal an. Kommt mal noch nie wieder raus. Ich bin eingebrochen, Steve. Ich hab jetzt voll das nasse Bein. Kannst du mich trösten? Naja. Dann zeige ich das den Leuten nochmal von unten, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist dieser Schornstein. Und dahinter das diese andere Halle. Und dort oben das Travohäuschen. Ich wo uns mal drin war. Ja! Gucken wir mal weiter. Ja, falls euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen da. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Filmchen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.